Ja, super, danke schön für das Intro. Gut. Ja, was ist neu in Hey. Version 9.0? Der Produktlaunch von Jaspersoft war im Januar, am 24. Januar war das. Und es ist eine ganze Menge, sehr, sehr vieles Schönes passiert und ein paar spannende Sachen. Es gab auch ein offizielles Webinar dazu. Wir wollen eigentlich nur ein paar Highlights rauspicken und dazu erstmal den typischen Disclaimer, das so üblich ist in der IT-Branche und in der Welt der Softwarehersteller. So einmal hier ein Disclaimer, das alles geheim ist und überhaupt. Und hier haben wir jetzt mal kurz die Agenda, die wir uns ausgedacht haben für heute. Erstmal wird es gleich eine kurze Vorstellung geben, da haben wir schon was mit angefangen. Dann spreche ich über ein paar Neuerungen. Produktdemos werde ich am Ende auf alle Fälle auch noch machen. Wir haben uns da ein paar Highlights rausgepickt, da werden wir uns auch ein bisschen Zeit verlassen. Und ganz am Ende kommt dann die dementsprechende Frage- und Antwortrunde. Und wie eben schon erwähnt, es gibt extra so einen Chat-Knopf hier im Menü, da einfach draufklicken und eine Frage reinschreiben, einfach und dann schauen wir am Ende einfach, was da für Fragen aufgetaucht sind. Wenn sich das währenddessen schon erledigt hat, ist auch schön und gut. So, ich bin hier nicht alleine. Haben wir schon gerade eben gehört. Der Johannes ist auch bei mir. Und der Johannes kann sich mal eben selber vorstellen. Genau. Hallo, schön, dass ihr alle da seid, dass Sie alle da sind. Freut mich, dass es so viele in den Pfingstferien zu uns geschafft haben. Wir sind sehr überrascht und freuen uns sehr. Genau, also heute dabei der Thomas von Jaspersoft und ich von der Brodato. Jetzt mal auf die nächste Folie. Für die, die jetzt uns noch nicht so ganz kennen. Wir Brodato, also und Jaspersoft sind ja ein sehr, sehr großes Team, aber was macht Brodato denn noch außerhalb von Jaspersoft? Einmal nur ein kurzer Ideenblitz. Brodato steht ja für Prozesse, Daten und Organisation. Und wir sind eben der ganzheitliche Lösungspartner im Datenverarbeitungsprozess, um Mehrwerte zu erschaffen. Sehen es eben als Prozess. Prozesse, Daten, Organisation und wollen hier Ihr Trusted Advisor sein. Was tun wir in dieser ganzen Wertschöpfungskette? Naja, es fängt ja mit dem Datensammeln an, geht über die Zusammenführung der Daten, also semantische, fachliche Integration, technische Integration, über die Datenverarbeitung und dann zum Datenausgeben. Unser Kernpunkt ist hier, dass wir kein eigenes Produkt vertreiben, sondern eben die Partnerprodukte einsetzen. Wir haben zu den verschiedenen Themen viele Partnerprodukte, kennen diese und können dann eben technologieunabhängig, also beraten. Und Jaspersoft ist eben unser Lieblingsprodukt im Thema Daten ausgeben, was die ganze Bandbreite abdeckt vom Massenreport bis hin zu einem, ja, weniger Massenreport, aber dafür sehr viel komplexeren Report. Auf unserer Homepage können Sie sich zum Beispiel meine Success Story mit Asset Metrics herunterladen, wo wir quasi ja einen datengetriebenen, also Berichtsbaukasten erzeugt haben. Da gibt es übrigens, wenn Sie sich interessieren, bei der diesjährigen TDWI auch einen Vortrag. Genau, und nochmal zur nächsten Folie. Hier mal ein kurzer Überblick über die Kunden, denen wir eben ja, Datenwertschöpfungsstrecken erzeugen an verschiedensten Punkten. Und Sie sehen, das geht quer durch die Landschaft. Einmal vom hohen Norden mit zum Beispiel der Centogene bis hin zum Zürichsee bei der Condair. Das heißt, Regionen unabhängig in der Dachregion, branchenunabhängig. Ja? Da sind wir für Sie da. Aber jetzt geht es um Jaspersoft. Thomas, nächste Folie. Was ist denn neu? Erzähl mal. Ja, das ist eine ganze Reihe passiert, ganz besonders jetzt im Laufe der letzten anderthalb Jahre ist sehr, sehr viel passiert. Ich muss dazu sagen, ich bin ja noch gar nicht so fürchterlich lange im Team von Jaspersoft. Ich bin ja mal
durch einen Merger von TIBCO, das haben Sie ja vielleicht mal mitgekriegt, dass Jaspersoft zu TIBCO gehört und jetzt nicht mehr, bin ich ja über den Umweg von Information Builders und Webfocus bei Jaspersoft gelandet. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Hintergrund und bin quasi der Junior hier in dieser Veranstaltung. Und der Johannes ist ja für mich so der Senior, ne? Der hat ja eben auch die ganzen Logos aufgezeigt. Bevor ich jetzt mal so weitermache, und da möchte ich gerne den Johannes was fragen. Hast du eins von so Projekten noch in Erinnerung, was für dich so das Beeindruckendste war, was du da so gesehen hast? Weil ich finde, wir haben ja die großen Vorteil, dass wir in viele, viele unterschiedliche Unternehmen gucken können und extrem spannende Projekte erleben dürfen. Hast du da irgendwas im Hinterkopf, wo du sagst, wieso, das war so das Beeindruckendste eigentlich, was du so Es gibt eigentlich zwei, drei beeindruckende Sachen, die mich schon auch immer wieder, also A, wenn man den Jasper-Server installiert hat und er läuft, dann läuft er. Ne, das ist quasi ein System, das dann auch rückwärtskompatibel ist, wo man dann Kunden hat, die man schon lange Zeit also betreut, und die Reports laufen halt einfach weiter. Das ist eine schöne Sache. Ja. Ein anderes Projekt, was mir sehr gut gefallen hat, ist auch die Erweiterbarkeit bei einem Kunden. Mhm. Da ging es dann darum, da werden Barcodes gedruckt für Verpackungslabel. Also eigentlich was Triviales, ja. Aber da steht wohl eine Umstellung im Raum von Barcodes werden aufgeklebt zu Barcodes werden weggelasert. Mhm. Und dann muss eben der Barcode invertiert aufgedruckt werden, weil der Laser sonst das Falsche weglasern würde. Ja? Und da gab es dann wohl verschiedene Möglichkeiten, eben bei dem Laserhersteller auch ein Invertierungs-Plugin monatlich zu mieten oder halt einfach den Herrn Held zu fragen, ob er das mal kurz einbauen kann. Und dadurch, dass Jaspersoft ja so sehr immer erweiterbar ist, ja, weil das ja auch vom Theodor, also dem Chefentwickler und so weiter, vorgesehen ist, dass da nicht nur ein geheimes Türmchen gebaut wird, sondern wenn Jaspersoft ja was Neues reinbringt, dann immer mit einer Indirektionsstufe, dass es jeder nutzen kann. Ja. Ja? Und da habe ich dann zum Beispiel eine Studio-Extension gebaut, dass auch im Expression-Editor der Nutzer jetzt quasi per Klick sich einen invertierten Barcode machen kann, und zwar 2030, die halt eben standardmäßig auch unterstützt werden. Ja, das hat Spaß gemacht. Das und natürlich auch das große Projekt bei Asset Metrics, wo wir auch dieses Jahr auf der TDWI die Success Story im Kundenvortrag haben. Das läuft jetzt quasi seit 3 Jahren produktiv im Einsatz. Kunde ist sehr, sehr, sehr zufrieden, und es ist halt tatsächlich ein komplett datenbankgetriebenes Reporting, wo verschiedenste Berichtsteile datenbankgetrieben miteinander kombiniert werden, um ganz verschiedene Reports zu machen. Und die können sich jetzt eben darauf konzentrieren, was möchte der Kunde in seinem Finanzreport drinstehen haben und wie bringen wir es zusammen, und nicht mehr, oh, wie hole ich die Daten daraus. Also das ist gut. Ja, das finde ich super. Also ich muss gestehen, ich kam ja aus einer Softwarewelt, wo diese Offenheit nicht ganz so gelebt worden ist. Das war eigentlich doch eher, wie du es genannt hast, so ein Elfenbaumtürmchen. Was war nicht gegen, das ging nicht. Und das ist jetzt hier bei Jaspersoft völlig anders. Und ich bin ganz fasziniert eben auch von diesem Matrix-Projekt, weil du halt sagst, dieses datengetriebene, komplett dynamische, das habe ich in anderen BI-Tools nie gesehen, und das finde ich am faszinierendsten, und das kriegen wir auch immer als Feedback eigentlich, wenn wir eine Demo gemacht haben. Nämlich es gibt diese zwei Super-Tools innerhalb von Jaspersoft im Studio. Das ist die Data Connection, wo schon so viel Dynamik reingemacht werden kann. Und da seid ihr ja super. Also ich bin echt beeindruckt jedes Mal. Und dann hast du ja eigentlich ja immer dann, wenn der Expression Builder irgendwo auftaucht, hast du die gleiche Möglichkeit nochmal um ein Vielfaches. Und das macht ja eine Flexibilität. Die meisten können das gar nicht sich vorstellen, was man für Möglichkeiten dadurch hat. So, bevor wir jetzt aber uns zu sehr abschweifen an der ganzen Geschichte, was ich mal mitgebracht habe, ist, wir haben uns jetzt ja als Jaspersoft ein bisschen wieder neu erfunden in diesem Jahr, und da haben wir auch mal gesagt, so lass uns doch mal zurückblicken, wie ist denn das eigentlich alles gekommen? Und wir sind jetzt schon bald 25 Jahre unterwegs, also noch sind es ja 23 und Keks, und ich bin jetzt wirklich ganz, ganz spät dazu gekommen, also 2021, der zweitletzte oder drittletzte Datumsblock an der Stelle. Jetzt frage ich dich mal, Johannes, wann bist denn du dazu gekommen? Wann kennst du das? Ich habe 2015 bei der Prodato angefangen. Also es sind jetzt bald 9 Jahre im August. Das heißt, ich kenne eigentlich nur die Zeit TIBCO Jaspersoft, oder wo sie quasi gerade diese Umstellung hatten, ja.
Ja. Was ich ganz, ganz spannend finde, ist eben, es sind ja Theodor und Giulio haben ja quasi sich dann irgendwie, also Theodor hat ja angefangen, nur die Library, und Giulio hat dann ja gesagt von wegen so, oh, da muss man doch ein Frontend dafür haben. Und ich habe so viele noch, die auch im Forum fragen, von wegen so, könnt ihr nochmal für iReports mir erklären, wie das und das und so. Das gibt es ja schon ganz, ganz lange nicht mehr. iReports ist aber immer noch super, super beliebt irgendwie, so als Frontend. Und dann natürlich, diese Firmengründung war sehr, sehr wichtig. Und was wir jetzt in der Vergangenheit gemacht haben, finde ich auch total cool. Wir haben ja angefangen, das Studio selber ins Web zu bringen. Das hat ja so mehrere Step-by-Steps gegeben. Und das werden wir uns nachher auch angucken. Ich habe da was vorbereitet, da werden wir auch richtig Sehr dich schön, intensiv spannend. verzögern. Ja, das ist Na, echt spannend. da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das, ich meine, mehr und mehr Kunden wollen ja immer alles im Netz haben und auch gar keine Installation mehr auf den Rechnern, weil es dann wieder schwierig ist und hier und da noch ein Tool haben und so loggt man sich einfach auf dem Server ein und kann eben in der geführten Art und Weise auch Berichte anpassen, erstellen, kleine Änderungen machen und eben nicht diesen Umweg dann doch über die vielleicht manchen zu technische Studioanwendung gehen. Ja, Ja. klar. Und du musst halt, du hast ja auch nicht immer die Möglichkeit, dich irgendwo hinzuconnecten. Es geht halt nicht wirklich. Es gibt ja immer mal Einschränkungen. Genau. Was halt Spektakuläres oder für uns Spektakuläres passiert ist, ist ja im 2021 gewesen. Und zwar wurde ja entschieden, dass die Firma Citrix und TIBCO zusammen fusionieren und die Cloud Software Group wurde gegründet. Und wir waren unter TIBCO immer, glaube ich, so ein bisschen so. Ja, die machen das schon, das läuft so, ne, ist alles gut. Aber was jetzt passiert ist, unser oberster Chef hat beschlossen, Jaspersoft finde ich total cool, das soll wachsen, das soll mehr Innovationen kriegen, das soll mehr Power kriegen. Wir sind eine eigene Business Unit, das heißt, Jaspersoft ist wieder eigenständig. Und das war auch einer der Ausschlaggründe, warum Giulio gesagt hat, okay, ich komme zurück. Der war die ganze Zeit gar nicht da. Der hat die TIBCO-Zeiten gar nicht mitgemacht. Und der ist jetzt wieder da und treibt so Sachen wie Webstudio und bringt so coolste Innovationen. Werden wir noch ein paar Sachen gleich sehen, da kommt das Alerting und also Kram kommt da noch. Und das ist wirklich total cool. Und was wirklich auch schön ist und was ich mal beeindruckend finde in der Softwarebranche ist, am Ende steht ja, wir sind immer noch das Kernteam und viele von unseren Mitarbeitern sind über 10 Jahre dabei. Theodor ist immer noch da. Ich kann mit dem kommunizieren, ich kann Fragen stellen. Also die sind alle beide total Und ich responsive, muss wenn sagen, da irgendwas ist ist. es auch manchmal tatsächlich gut, einen ein bisschen Selbstlob jetzt. Also, es sind ja hinter der Kamera, das heißt, Eigenlob stinkt, aber Sie können es nicht riechen. Aber wir haben ja auch einen relativ guten Draht zu Theodor. Und wer jetzt zum Beispiel letztens mal, ich glaube, seit Version 7.2 oder der nächsten war es dann drin, in seinem Jaspersoft Studio plötzlich gesehen hat, dass das Bookmark-Level nicht nur eine Dropdown-Box mit festen Werten ist, sondern eine Expression, die zur Laufzeit ausgewertet ist, danken Sie mir. Ja, das haben wir nämlich im Asset-Metrics-Kontext gebraucht. Na, ich meinte es, das darf jetzt nicht sein, ich meinte es zu brauchen, weil ich gesagt habe, ich habe verschiedene Elemente, die ja in den Report rein sollen, aber mal ist es eben auf höchster Ebene mit Überschrift und mal halt Kapitel 3, ja, also Tiefe 3. Und das Element ist aber das gleiche, aber ich kann das Bookmark-Level nicht dynamisch setzen. Dann habe ich einen Entweder ist Theodor es 3 geschrieben, oder hey 1, ja. Theodor, ich bräuchte das bitte. Er so, oh ja, kann ich machen, ist trivial, tipp, 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 zack, so ist im neuen Branch drin und im nächsten Release hast es sich so. Oh, cool, danke. Ja. Ja, das ist in der Tat so. Ich habe im Vorfeld zu so dieser Demo zum Beispiel das Webstudio auch mit dem Giulio ein bisschen hin und her geschrieben, so was darf ich nicht und warum ist das so und so, das werde ich gleich nochmal besprechen. Aber nochmal weitere Sachen. Es gibt ein paar wichtige Ressourcen, die ich ganz kurz zeigen will. Klar, jaspersoft.com gab es schon immer, aber ich gehe mal ganz kurz aus diesem Präsenter-Modus raus. Moment. Wenn wir wieder einmal hier zurück, zack, die hier. Und zwar, wenn wir hier mal hergucken, jaspersoft.com wurde gefaceliftet. Jetzt müssen wir mal gucken, welcher ist denn meine jaspersoft.com? Hier wieder total, da ist sie doch. Nee, das ist auch nicht die richtige. Die ist auch nicht die richtige. Die ist die richtige. Hey, so. Habe ich alles schön vorbereitet, habe mir selber ein Bein gestellt. Also, jaspersoft.com ist komplett überarbeitet worden. Wer mal ausprobieren möchte, die neueste Version im Trial ist immer eine 30-Tage-Lizenz drin für die aktuellste. Aktuell ist es die 9.0. Und hier werden die Produkte beschrieben und auch der Unterschied wird ganz gut sichtbar zwischen der Commercial Edition und der Community Edition und welche Solution es insgesamt so gibt und warum Jaspersoft und die, was Sache finde ich auch ziemlich cool, Customer Stories. Dr. Jaspersoft ist animiert worden wieder, der macht jeden Monat, macht die Truppe um Dr. Jaspersoft ein Webinar, unbedingt mal gucken gehen.
Und ansonsten hier gibt es natürlich dann noch diese ganzen Quick Start Guides und ähnliche Geschichten. So, gehen wir nochmal zurück für eine Checkliste. Die Community ist komplett umgebaut worden. Und zwar haben wir uns da sehr, sehr lange, sehr, sehr schwer mitgetan, weil diese Community hat über 2 Millionen aktive User. Das ist eine riesen beeindruckende Zahl. Und wir hatten immer Schiss, das wirklich zu migrieren. Und es hat ein Team jetzt ein Jahr lang im Hintergrund bis zum Januar daran gearbeitet, das zu tun. Ich glaube, auch die meisten kleinen Häkelchen sind, glaube ich, mehr oder weniger weg. Also wir haben darauf geachtet, dass die Suchergebnisse von Google immer noch auf die Originalartikel gehen, damit da kein Bullshit passiert. Man hat die Möglichkeit, wirklich auch nochmal wieder im Forum sich auszutauschen. Und was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, das war früher mal relativ schwierig, die Dokumentation, die offizielle Dokumentation, wirklich im letzten Release irgendwo zu finden. Und das hat sich jetzt geändert. Der offizielle Weg, die Dokumentation von Jaspersoft zu finden, ist hier auf der Community, auf Documentation klicken. Dann haben wir hier die verschiedensten Produkte, den Server an sich. Und dann hier rechts in der Ecke kann man dann auch noch zwischen den Versionen hin und her springen. Die Latest ist natürlich dann jetzt immer gerade das Neue, was dann hier an der Stelle ist. Man kriegt ein PDF, wenn man möchte. Hier gibt es diese Best Practices zum Beispiel. Ich finde dieses Authentication Cookbook, ne, das ist eine Sammlung von Best Practices. Das finde ich total beeindruckend. Das kommt unwahrscheinlich gut auch an bei Prospects, mit denen wir diskutieren, dass es so etwas überhaupt gibt, wo man im Vorfeld schon mal gucken kann, kann ich das in meiner Architektur eigentlich auch so benutzen? Ja. Ne, das finde ich extrem wichtig. Ist nicht nur einfach doofe Doku, sagen wir es mal so. Also es ist wirklich eine Sammlung von Best Practices und es gibt halt eben auch die dementsprechende Online-Version zu diesem Thema. Also man kann das alles livehaftig gucken, nicht ständig über PDFs downloaden. Und ich muss auch tatsächlich sagen, also gefühlt hat das Forum jetzt nochmal richtig neues Leben bekommen. Ich schaue ja auch öfters immer mal durch, ob es quasi Fragen gibt, die ich mal so im nebenher mit so beantworten kann. Also ich bringe mich da auch aktiv ein. Ja. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass da wieder mehr gefragt wird, aber auch mehr Antworten auch vom Jaspersoft-Team direkt kommen. Also das ist wieder richtig so. Neues das Leben. Ist so. Das ist richtig gut. Das hast du mich nur gefühlt, das ist so. Wir haben im Hintergrund ein Team von 60 bis 80 technisch orientierten Menschen und Theodor und selber natürlich auch und Julio laufen da auch mit rum. Und wir gucken immer drauf, sind da Fragen, kann man das beantworten, wer macht das Ganze? Also wir haben im Hintergrund wirklich einen Prozess, dass wir sagen, so hier, da müssen wir uns kümmern und so. Also das dauert zwar hier und da auch schon mal irgendwie 1, 2, 3 Tage, bis da was passiert, aber wir wollen innerhalb einer Woche auch wirklich geholfen haben. Da passiert eine ganze Menge, das ist schon ganz cool. So, nochmal einmal zurück zur PowerPoint. Was ist noch neu? Ja, natürlich, Release Nummer 9 ist rausgekommen im Januar. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist auch, dass wir jetzt auf der Webseite eine Sammlung haben, wo man diese What's New-Informationen sehr, sehr schön strukturiert für alle Releases der Vergangenheit wiederfinden kann. Hier zum Beispiel Jaspersoft 9, klicken wir einfach mal auf, dann geht es einfach mit los. Ne? Was ist auf dem Server passiert? Was ist mit I.O. passiert? Screenshots dazu. Da kann man sich sehr schnell und sehr easy einfach mal eben so ein bisschen orientieren, auch wenn man vielleicht mal die Webinare verpasst hat. Ne? Trino Integration, OAuth wurde was verändert. Ne? Das geht ein bisschen tiefen, das ist relativ viel passiert. Wir schauen uns gleich mal von den Highlights an. Roller mal wieder nach oben. Moment, zack. Aber nur mal eben so zur Orientierung. Das geht ziemlich weit runter, bis 7.1. Ne? Das ist ja eigentlich schon ein Support. So, und was hier auch zu finden ist, die gibt es diesen einen wunderbaren Link, der ist ja nicht so unwichtig. Da kommen wir nämlich zu diesem End-of-Life-Statement. Und zwar muss man natürlich immer ein bisschen gucken, wie lange ist eine Software supported und wie lange kann man die quasi eben auch dann mit Support-Cases dann irgendwo melden und tun und machen. Und hier ist eine Seite, die war früher auch so ein bisschen versteckt, ehrlich gesagt. Heute ist sie da direkt an der richtigen Stelle. Erklärt unser Verständnis zwischen den Mainstream-Versionen und dem LTS. Also Long-Term ist natürlich immer dann, wenn man eine Applikation hat, wo eben, sag ich mal, sehr, sehr viele User drauf sind, sehr viel Pixel-Perfect-Reporting ist, viel Massen-Reporting und sowas ist. Da muss man ja nicht irgendwie alle Nase lang die neuesten Feature haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte auch mit dem Self-Service arbeiten, Ad-Hoc und Dashboards, da ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, dazu zu überlegen, dass man den Mainstream Release nimmt, weil man dann ja eben die Innovationen schneller bekommen kann. Ja. Wichtig daran ist, die Sachen sind immer alle auch von Hotfixes und Service Packs so gebaut, dass man auch mal was überspringen darf, auch wenn man sich in den Mainstream-Versionen quasi orientiert. So, hier findet man auch noch eine ganz, ganz wichtige Zusammenfassung, nämlich wann gehen welche Release eigentlich out of support.
es ist ja nicht so, dass wir das irgendwie 10 Jahre lang supporten irgendwie. Viele unserer Kunden haben erstaunlicherweise noch viele alte Versionen und im Einsatz. Das ist eigentlich immer ein bisschen unschön. Aber hier zum Beispiel ist auch die Tabelle für alle unsere Produkte mit dem dementsprechenden Out-of-Support-Date. Also das einfach mal im Hinterkopf haben. Das kann man relativ schnell jetzt wiederfinden. Es gibt auch noch ein Webinar zum Thema Version 9, da sind auch Giulio und Theodor mit dabei und präsentieren. Lohnt sich auf alle Fälle auch mal reinzugucken. Findet man auf der Webseite von uns in den Ressourcen. Ja, und das ist eigentlich so erstmal so als erster Einstieg. Ist das erstmal so ein bisschen das, was hat sich so drumherum getan? Sehr, sehr schön finde ich zum Beispiel einfach eben auch die Tatsache, dass denn Jaspersoft jetzt wieder eine eigene Business Unit ist mit einem eigenen Entwicklungsteam und Innovations und Co. So, und jetzt gehen wir mal in die eigentlichen wirklichen New Feature Highlights. Wir haben jetzt nicht die Gesamtliste rausgezerrt, die es so gibt, sondern wir haben so ein paar rausgepickt. Das geht damit los, dass wir in Sachen also Verteilung, also Bereitstellung, also Scheduling, diese ganzen Geschichten, da gibt es ein neues, ganz cooles Feature für den Endanwender. Da werden wir nachher auch was sehen. Na, also das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Daher werde ich jetzt nicht ganz das, kurz, das Coole bei dem Feature ist, es wird nicht jeder brauchen, aber der es braucht, der wird sich sehr darüber freuen. Ja, das denke ich auch. Das ist ziemlich cool, ja. Dann wurde ganz viel auch an der Oberfläche gemacht. Es wurde ein bisschen aufgeräumt, es wurde ein bisschen noch... es wurde diese Hyperlinks in Berichten, Dashboards, das wurde erweitert. Es gibt im Ad-Hoc-Werkzeug selber diese vorgefertigten Datumskombinationen, so Quartal, Jahr oder Wochentag, diese ganzen Sachen, die man so relativ schnell aus einem Datum einfach so ableiten kann. Das wurde nochmal erweitert und aufbereitet. Und was es auch gibt, ist jetzt ein von dem Endanwender selbst erzeugten Drill-Down-Pfad in den Visualisierungen. Das zeige ich gleich auch mal, das finde ich auch eigentlich ziemlich cool. Das ist wunderhübsch. Das ist richtig wunderhübsch. Ja. Ich finde es auch wirklich, das ist wirklich, um Daten zu verstehen und um Muster zu finden, ist das eine ganz coole Geschichte. Weil tatsächlich ist das auch bei vielen Kunden so ein Ding, ja, Drilldown, wie schaut es aus? Kann man es einfach aus und einklappen? Und jetzt hat man diese Möglichkeiten noch viel mehr und das ist gut. Kann man gut brauchen, ja. Das denke ich auch. Für alle Administratoren im Hintergrund ist das ganz schön, dass irgendwie das Tracing ist ja bei uns auch sehr open irgendwo. Ne? Das wurde jetzt mit Open Telemetry nochmal supported. Das hast du ja auch gesagt, irgendwie so, klasse. Das benutzen Kunden ja ganz viel auch als zentrales Werkzeug und haben das auch für andere Anwendungen. Und da spielt das jetzt auch mit. Wir machen das jetzt zum Beispiel, indem wir eben auch mit Open Telemetry und den Daten, die eben so ein Jaspersoft Server zur Verfügung stellt, also diese klassischen über JMX quasi, wie ist meine CPU-Auslastung und so weiter und so fort, eben mit diesen zusätzlichen Daten, die ja dann applikationsgetriebener sind, das in den schönen Grafana-Dashboards darzustellen, damit man dann eben auch einen Überblick über seine Daten hat. Ja, klar. Richtig gut. Auch. Ist ja auch Betrieb und diese ganzen Dinge müssen ja auch alle mit abgedeckt werden. Sonst nutzt einem das schönste Frontend nicht, wenn man da im Hintergrund nichts machen kann. Eine Authentifizierung wurde ein bisschen geguckt, dass es eine standardmäßige und einfache Unterstützung für OAuth gibt, OpenID und die Microsoft Graph API. Das sind ja so Klassiker. Wir gucken mal, was sind so die Standards, die unsere Kunden so verwenden. Und dann wird da natürlich auch der Entwicklungsaufwand reingesteckt. Ne? Da hast du, glaube ich, vermehrt OAuth, glaube ich, bei euch auch gerne genommen. Ja, es ist halt am Kommen. Und ich meine, wir sehen es ja, die ganze Welt schaltet ihre Standleitungen ab und geht in die Clouds und nutzen dann eben dort auch die, also haben gar kein zum Beispiel eigenes Active Directory mehr, sondern nutzen das von Azure oder log me in, ja. Und dann kann man das einfach einklinken. Und ich denke, hier ist auch ein großer Punkt, weil es ist natürlich im Authentication Cookbook beschrieben, wie man sowas tut. Aber bis zur Version 9.0 war zum Beispiel OpenAuth schon eher was, wo man dann den Partner-Experten braucht, weil man halt eben eigene Code-Klassen schreiben musste, die dann die OAuth OpenID API des gewünschten Endpunktes quasi spricht und es dann intern in so eine Token-Based Authentication für Jaspersoft umarbeitet. Das heißt, da musste man Java-Code schreiben, in den Server bringen, auch jedes Mal wieder dran denken bei einem Upgrade oder Hotfix. Ne? Da muss ich noch was tun. Und jetzt ist es, sagen wir es mal lapidar gesagt, eine Konfigurationsdatei, die man eben auszufüllen hat, so wie das Active Directory anbinden jetzt. Also das ist richtig gut.
Ja, bin ich auch total happy mit. Ich muss gestehen, wenn ich so in Situationen bin, wo ich gefragt würde, so, oh, wie sieht das aus so mit Integration und diese ganzen Geschichten, wenn ich das einfach dann aufzähle, dass wir die Industriestandards standardmäßig auch wirklich dann unterstützen und hier ist es dokumentiert und so, kommt immer extrem gut an. Das ist wirklich klasse. Der nächste Punkt, den finde ich ganz, ganz spannend, ist aber auch jetzt nichts so, wo man jetzt sagt, mal wegen so klicke ich mal eben drauf und das kann ich mal eben ausprobieren. Und zwar, wenn ich jetzt hier als neue Datenquelle haben wir eine Integration mit Trino. Trino ist eigentlich so eine virtuelle Datenwelt. Das heißt, innerhalb von Trino, es ist ein Service, der läuft unter Linux. Da kann ich quasi andere Datenbanken aus alle möglichen Datenquellen anzapfen und ein Regelwerk hinterlegen, wie diese Datenquellen einen Cache erzeugen sollen innerhalb von Trino. Das heißt, ich habe so virtuelle Datentöpfe und auf dieser virtuellen Ebene sind sie wieder irgendwie gleich miteinander und da kann ich sie auch kombinieren. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einen, sagen wir mal, einen Cube mit einer relationalen, mit einem Webservice, mit einem irgendwas irgendwo logisch verbinden und Trino im Hintergrund besorgt nach dem Regelwerk, was festgelegt worden ist, die Daten. Und für Jaspersoft ist das dann quasi wie ein View. Ich habe gar keine Ahnung auf meiner Seite, wo das alles herkommt. Und im Hintergrund wird es quasi gecached oder eben live gelesen, je nachdem, wie man es eingerichtet hat. Und das finde ich total cool. Das finde ich eine total schöne Ja, ich Geschichte. meine, Thema Datenvirtualisierung ist ja eh bei uns auch recht groß. Haben wir auch eigentlich drei Partner, sage ich jetzt mal, ja. Denodo Data Virtuality und TIBCO Data Virtualization. Das heißt, wer da dann natürlich eine ganz große Steuerung und Kontrolle über seine Virtualisierung haben möchte, darf sich auch nochmal gerne bei mir melden. Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil man ja oftzutage heute jetzt ja auch schon Daten verjoint, die einfach nicht mehr so im DWH liegen und wo man dann schon kreativ werden muss, weil ich habe die Daten aus dem DWH, muss, aber ich mache immer mein Lieblingsbeispiel mit dem Eisverkäufen. Ja, und ich habe meine Eisverkäufe im DWH, die Wetterdaten hole ich mir aus dem Webservice und die Marketingdaten hat das Team halt in dem Excel auf dem FileShare abgelegt. Wie will ich denn das jetzt in der BI-Anwendung oder in dem Jasper Reports verjoinen? Ja, hinten durch Ja, die Brust und zu und Hause. mit Datenvirtualisierung kann ich das einfach anbinden und dann schreibe ich ein SQL-Statement und ja. Ja, ich denke, Trino ist ein cooler Einstieg in dieses ganze Thema irgendwie. Und natürlich, wenn man es dann im größeren Rahmen hat, dann sind so andere Anbieter sicherlich auch spannend. Genau, natürlich haben wir wieder so im Hintergrund auch ein bisschen für mehr Security-Updates gesorgt. Das heißt immer, was da gerade aktuell ist, die Library wurde aktualisiert. Das wurden alle möglichen Korrekturen vorgenommen. Da springen wir jetzt einfach mal ein Stückchen weiter. So, dann, was neu ist, es ist ja nicht so ganz neu, aber das Webstudio von Jaspersoft ist jetzt in einem neuen Release unterwegs. Das heißt, es hat ein mega cooles Update gegeben. Was hinzugekommen ist, es gibt eine im Server integrierte Version, die werden wir gleich sehen, aber es gibt auch eine Standalone-Version, ursprünglich mal dafür gedacht, dass unser Microservice Jasper Reports.io auch ein Frontend bekommt. Das ist ja, das ist I.O. ist ja nichts wie die Library plus eine Schnittstelle und so eine Message-Queue da irgendwie. Ne? Also es ist quasi die Library Deluxe da einfach mal, ne? Ja. Gebaut, um echt. Das ist so ein Arbeitstier zu sein, so nach dem Motto, ich mache mal eben hier 100.000 Reports in einer Stunde oder so. Dafür ist es ja gedacht, das kann es auch echt super. Aber es hat kein Frontend. Also, aber da war die Idee so, machen wir doch mal so ein Webstudio erstmal dafür. Natürlich ist dann auch mal die Frage, welche Repositories kann man da so verwenden? Und da ist JackRabbit dazu gekommen. Viele benutzen natürlich immer noch GitHub oder man kann natürlich auch das filebasierte Repository, Google Drive und also Gedöns kann man da verwenden. Da wurde sehr, sehr viel gemacht und zwar der Expression Editor hat endlich mehr Funktionalitäten gekriegt, weil es ja einer der wichtigsten Tools überhaupt in diesem ganzen Kontext erzeugen von Reports. Und es ist leichter auch zu White Label. Das heißt, man kann auch dieses Webstudio in Applikationen mit White Labeln und einbinden und kein Mensch merkt, das ist eigentlich das eine coole Sache. Sehen wir uns aber gleich auch detailliert an. So, was noch im Hintergrund und im Unterbau passiert ist, ist der Support für diverse PDF-Formate. Und da hast du auch, Johannes, gesagt, das ist extrem wichtig, so lange nachgefragt. Also eben diese Archivformate sind ein ziemlich wichtiger Punkt. Erwartet jetzt nicht, wenn ihr irgendwo Export drückt, dass die da alle auftauchen, steht immer noch PDF. Das ist natürlich etwas unter den ganzen Settings im oder. Genau. Dann haben wir diverse Verbesserungen natürlich in den, in der Studio-Oberfläche natürlich bekommen. Dann gibt es eine neue HTML-Komponente. Da habe ich extra ein Sternchen dran gemacht, weil das ist so neu,
gewesen, dass die Kollegen gesagt haben, ja, wir geben es aber nur eine Handvoll Kunden raus, die extra nachgefragt haben. Das ist nicht standardmäßig in der neuen Version drin. Was macht das Ganze? Etwas, wo wir uns lange gewehrt haben, weil wir gesagt haben, das kann eigentlich gar nicht gehen. Man kann einen Platzhalter in einen Report reinmalen, kann da quasi eine Webseite hinter verlinken und der Content, der da auftaucht, den nehmen wir dann auf, ähnlich wie bei der HTML5-Chart, haben da ein Bild und das Ding ist da. Wenn es da nicht reinpasst, nicht unser Problem. Aber da gibt es eine ganze Menge an auch Einflussmöglichkeiten, sodass man quasi jetzt relativ easy auch Web-Content, was weiß ich, von Intranet oder Extranet oder Internet-Sachen, dann damit kombinieren kann mit Report-Informationen und in der Hintergrund wieder mit Expression und Co. Und das ist ziemlich cool. Kommt im nächsten Release auch für alle, aber aktuell ist es noch ein Pro-Exklusiv-Feature, das heißt, auf Anfrage kann man das bekommen, also uns ansprechen dann. Jo, du wolltest was sagen. Also das ist auch ein Punkt, der halt spannend ist, weil wenn man so ein bisschen weiß, wie es funktioniert, dann kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, warum eben sehr, sehr lange gesagt wurde, nein, das bauen wir nicht ein, weil man ja keinerlei Kontrolle darüber hat, was einem diese Webseite zurückgibt. Genau. Und im Zweifel, wenn es blöd ausschaut, weil es halt nicht reinpasst, dann ist halt Jaspersoft schuld und nicht die aufrufende Webseite. Das ist aber natürlich, also wenn man es dann ist benutzt und braucht, vorsichtig benutzen. Ja, 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 ja. Mit Bedacht, ja. Ja, ja, ja. So, was auch passiert ist, es gab eine Verbesserung für den eigentlichen Excel-Adapter, also dieses Fast Excel, die Reader-Library wurde irgendwie hinzugefügt, um wirklich höhere Performance für große Excel-Dateien auch zu bekommen. Das denke ich mir auch eine ziemlich coole Geschichte. Und insgesamt gab es stapelweise Performance-Verbesserungen. Und die Markup-Engine wurde nochmal überarbeitet. Die kann eine ganze Menge mehr an, ist ein bisschen flexibler geworden und alles Mögliche an kleineren Themen irgendwie. Aber die lassen wir jetzt einfach mal weg. Die stehen auch alle wunderbar in der Liste der Feature. So ein bisschen, was gab es Neues in Sachen Operational Systems? Also es gab ein paar Release-Updates für die Operational Systems, die wir supporten. Und JBoss Web Server hatten ein Update gekriegt, Datenbanken. MongoDB und PostgreSQL 15. I'm sorry. Und Java Update ist jetzt auch auf für Amazon Corretto 8. Und es gab diverse Updates in den Libraries natürlich auch. Dementsprechend unbedingt bitte die Release-Monster da anschauen. Das überspringen wir jetzt mal weiter. Und jetzt wird es bunt und spannend, denke ich mal. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Produktdemo. Da halte ich hier einfach mal an. Und klicke mal auf den nächsten Tab hier und da habe ich mich schon mit dem Jaspersoft Server und dem Standardkonfiguration in der Anmeldemaske mit Deutsch angemeldet. Da werden wir jetzt mal ganz kurz auf den Homescreen vom Jaspersoft Server gehen. Ich gehe mal ganz fest davon aus, alle, die bei einem New Feature Highlights Präsentation dabei sind, kennen das und haben das schon mal gesehen. Muss ich nicht groß was zu erzählen, was wir jetzt hier so sehen. Das ist die Enterprise Edition, das ist alles freigeschaltet. Ich habe zwei, drei Sachen vorbereitet, die wir uns kurz anklicken und da gehen wir mal ganz kurz über das Ansicht Repository hinein. Und hier starten wir mal das Spielchen, indem ich diese Drill-Down-Chart öffne. Und zwar passiert das dann folgendermaßen, der Ad-Hoc-Assistent wird geöffnet, kennt ihr alle. Da habe ich jetzt einen Standard-Chart voreingestellt. Auf der linken Seite sehe ich die semantische Schicht aus der Domäne, also wo jemand schon vorbereitet hat, wo kann denn so ein Endanwender damit rumspielen. In diesem Fall habe ich hier halt verschiedenste logische Flows. Ich habe Produkte, Kunden und Niederlassungen und Daten und solche Geschichten. Und in der Mitte sehen wir jetzt quasi eine Barchart, eine horizontale. Was ich hier gemacht habe, ist folgendes. Üblicherweise, wenn ich in den Zeilen 1, 2, 3, 4 Attribute habe, Moment, ich muss jetzt mal dringend ein Stück Wasser trinken. Normalerweise hätte ich ja jetzt hier so eine super verschachtelte Grafik, wo jeder sagen würde, das kannst du aber gar nicht mehr erkennen. Ja, weil du bei so den Zeilen weiter rein wärst, ne? Da rechts bei Datenebene Zeilen wärst du weiter reingerutscht, ne? Genau. Da habe ich gerade mal drüber gegangen. Genau. Genau, ich habe nur eine einzige Kennzahl drin und ich habe auf der rechten Seite in den Properties einen neuen Dialog, der da heißt Drill-Down aktivieren. Und sofort, an dem Moment, kann ich jetzt loslegen und kann sagen, so, oh, ich kann jetzt hier innerhalb der Grafik navigieren. Wollen wir doch zum Beispiel einfach mal gucken, was haben wir denn von der Produktkategorie zu der Customer Business Subregion? Da kommt Europa. Klicken wir doch mal auf Europa. Dann müssen die Kunden kommen, die Kunden-Countries kommen hier. Da gehen wir dann mal auf Germany. Da sind dann die verschiedensten Städte
in denen ich quasi jetzt verkauft habe, und zwar die Produktkategorie Camcorder. Was auch passiert ist, ich habe hier so eine sogenannte Breadcrumb-Navigation. Das heißt, ich kann jederzeit ganz elegant wieder zurückgehen. Ich kann sagen, oh nö, Camcorder wollten wir doch lieber Asien gucken. Wollen wir doch dahin navigieren. Ne? Oder ich will auf die Gesamtsummen zurückgehen. Da möchte ich doch vielleicht auf die Accessoires klicken und dann auf Europa und dann wieder auf vielleicht Germany an der Stelle. Ne? Das ist komplett neu dazugegeben worden. Das finde ich eine ziemlich coole Geschichte. Richtig genial. Das kann man. Richtig genial, ja. Ich finde es auch cool. Also, was ich daran halt so genial, mein Drill-Down haben wir ja schon vorher auf dem Zuklappen und Hyperlinks sind ganz Kram, haben wir ja schon seit ewigen Zeiten. Aber dieses, dass ich als Endanwender selber entscheiden kann, wo will ich heute hindrillen, das finde ich total cool an der Sache. Das finde ich, das hast du in den meisten BI-Tools, ist dir das vorgegeben. Da ist nichts mit, ich will das selber, das gibt es da nicht. So, was man aber bitte nochmal kurz beachten sollte, ich gehe nochmal zurück ins Repository. Wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich erstelle jetzt mal schnell ein Dashboard, da könnte man ja auf die Idee kommen, dass man vielleicht in der Ordnerliste, Public, gehe ich mal hier mal in JS Demo und da habe ich jetzt meinen Drill-Down-Chart und schubst den da rein. So, hier habe ich diese Funktionalität natürlich, wenn ich das möchte, auch, aber Obacht geben, weil natürlich kann ich ja auch immer auf jedes dieser Dashlets draufklicken und in den Dashlet-Properties könnte man ja einen Hyperlink aktivieren. Und dann haben wir ja Drill to Hell, sage ich einfach mal so. Ne? Wer drillt denn jetzt wann zuerst und warum? Aber das Produkt, also wir schützen euch jetzt nicht davor, eine unlogische Entscheidung zu treffen. Ihr könnt jetzt hier auch sagen, ich schalte den Hyperlink an und dann hoppst du es noch woanders hin. Bei dreimal runterdrillen in der Grafik, ein bisschen blödsinnig. Aber ihr könnt hier auch hergehen und könnt sagen, hier wird dieses Ding wie für einen Baukasten auf der obersten Ebene ohne Drilldown verwendet, dann schaltet ihr es einfach ab und dann macht ihr den Hyperlink und aktiviert was anderes. Aber bitte, bitte, bitte nicht jetzt schon in diesem Stadion des Releases beide miteinander kombinieren. Damit verwirrt man die Endanwender und da kommt auch nur Käse bei raus, weil es nicht gut. Und ja, hier einfach hin und her schalten, dann kann man das kontrollieren. Aber bitte nicht kombinieren. Ja, noch nicht so schön. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich habe eine Idee. Wo wir jetzt hier gerade noch bei den Ad-Hoc-Views sind, ne, wo du gesagt hast, Daten kommen aus der Domäne, da möchte ich auch noch mal was ganz Wichtiges sagen, weil das ist so ein verstecktes Feature von Jaspersoft, was aber eigentlich ein extrem geniales Feature ist. Und zwar kann man ja so einen Ad-Hoc-Bericht nicht nur auf einer Domäne starten, sondern auch auf einem Topic. Ja. Was ist nun ein Topic? Ein Topic ist ein Jaspersoft Studio Bericht mit einer Datenanbindung und einer Registrierung der Felder, der dann in einen bestimmten Ordner auf dem Jasper Report Server eingespielt wurde. Der lässt sich konfigurieren. Und dieser Report, der braucht auch gar keine Ausgabe. Dieser Report weiß aber, wie er an Daten rankommt. Ja. Und dieser Report kann dann als Grundlage für eine Ad-Hoc-View sein. Das heißt, wenn Sie irgendwann mal an den Punkt kommen, dass Ihr BI-Tool jetzt eigentlich einen Aufruf gegen eine HTTP-REST-API machen würde, der dann JSON zurückliefert und Sie müssten das JSON parsen, um dann dem Nutzer im BI-Tool die Möglichkeiten zu geben und Ihr BI-Tool kann das nicht, dann setzen Sie einfach Jaspersoft ein, weil da geht das problemlos. Ja, das finde ich eine ziemlich coole Geschichte. Ich sage dann immer in so Prospekt-Situationen von wegen so, wenn Sie den Datenzugriff unter Kontrolle bekommen im Studio, können Sie all das, was in diesem Ergebnis ist, inklusive der Steuerungsparameter, um die Sachen dann quasi zu kontrollieren, welche Ausprägung das hat, das können Sie den Endanwendern in die Hand geben. Das ist total cool. Ja. Das ist total cool. Man ist immer noch weit davon entfernt, dass man eine Replizierung von Daten und irgendwas durch die Gegend machen muss. Das finde ich schon ziemlich cool, ja. So, wir verlassen jetzt aber mal das Thema Drilldown und Grafiken und gehen mal einen Schritt weiter. Und zwar habe ich jetzt hier in meinem Folder JS Demo, habe ich einen Folder extra für das Webstudio. Und da gucken wir uns jetzt mal einfach mal eben einen Report an, den ich mit dem Webstudio gebaut habe. Bevor ich verrate, den wollen wir nicht angucken, der ist nicht schön. Der ist noch ein bisschen dumm. Moment, ein weiterklicken. Da, Master, nimm wir den so lange. So, den Report, den habe ich mit dem Webstudio gebaut.
Und ich verrate auch gleich im Anschluss, wie ich das gemacht habe. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch ein zweites richtig cooles neues Feature zeigen. Und zwar nämlich die neue Alert-Funktionalität für Self-Service-End-Anwender. Ne, was wir hier sehen, ist ganz klassisch ein Report, deployed als Report mit dem Report-Viewer, mit dem Save, mit dem Export, mit dem Scheduler. Aber neu ist dieses kleine Knöpfchen mit dieser kleinen Glocke. Wenn ich den gedrückt habe, kann ich mir als Endanwender eine Kennzahl aus einer Tabelle, egal, wenn ich einen Report habe, es muss eine Tabelle sein, da kann ich mir jetzt eine Kennzahl auswählen und die wird so schön im amerikanischen Pink gehighlightet, damit man es auch nicht übersehen kann. Und da kann ich jetzt quasi diese Kenngröße anklicken und jetzt kommt ein Menü angeflogen, das sagt mir, okay, beschreib mir doch bitte, wie dein Alert aussehen soll, also die Warnung. Sagen wir doch mal hier einfach mal Sales ab, keine Ahnung, Euro, 1000 Euro hätte ich gerne mal ein Alert gekriegt. Und dann muss ich hier nur noch die dementsprechende Regel angeben. Ich sage so, ist größer als oder gleich. Und dann gebe ich ja meine 1000 ein. Ja, noch zählen könnte, wäre auch ganz schön. Zack. So, in diesem Fall habe ich jetzt keinen Parameter, der da irgendwie auflistet. Der wird mir auch nur angezeigt. Dann kann ich sagen, wie soll denn der Intervall sein und wann soll das passieren? Stündlich, täglich, einmal die Woche und wie oft das Ganze? Oder einfach nur jetzt mal gucken, schick mir mal den Alert jetzt oder zu einem bestimmten Datum oder einer Uhrzeit. Und dann muss ich noch sagen, wie soll denn die Benachrichtigung aussehen? Die Benachrichtigung soll aussehen, dass der User Thomas at Jaspersoft.com soll eine E-Mail bekommen und sagen so, hier, Alert ist eingebrochen oder sowas. Und die Nachricht ist la 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 la. So, dann habe ich zwei Optionen, wie ich damit umgehen möchte. Will ich, dass der Report vielleicht in das geschützte Repository abgelegt wird, an der Stelle, wo ich als User dann hinkomme und ich kriege eine E-Mail, die sagt von wegen so, Report ist da, klick mal drauf, kommst du da hin. Das wäre eine Variante. Natürlich darf ich den Report auch als Attachment verschicken, das geht auch. Und ich kann dann auf der Ausgabe noch sagen, was soll denn da passieren? Wie soll diese Datei heißen? Soll nicht wie es Start 1 heißen? Soll irgendwas anderes heißen? Und welches Ausgabeformat hätte ich? Und da sehe ich, ich könnte eine PDF-Version kriegen und ein Excel und was dazu. Also ich könnte euch auch mehrere Dateien bekommen. Ich weiß ja, mein Kollege braucht ja auch noch ein Excel. So, dann kann ich eine Warnung erstellen. Zack. Und jetzt kann ich das Ganze ausschalten. Also der Alert ist jetzt aktiv. Im Hintergrund wurde jetzt ein Scheduler erzeugt für mich. Mit der magischen Query, die das im Hintergrund alles irgendwie erzeugen muss, damit man das überhaupt rausfindet, ob das überhaupt soweit ist. Und was ich sehe jetzt hier oben neben dem Titel die Glocke nochmal als Alert und mit einem Dötzel da dran. Das heißt, dieser Alarm ist aktiv und ich sehe, wenn ich drauf drücke, alle meine Alarmeinträge für diesen Standardreport, aber nur für mich. Ich kann ja jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte mehrere Regeln haben, ne, wann so ein Report passieren soll. Also das kann ich hier quasi dann an der Stelle sehr schön sehen und ich kann hier auf den Stift klicken und komme dann wieder in die Definition. Wenn ich gesagt habe, aus ist doch ein bisschen blöde, machen wir eine andere Zahl, kann ich alles ändern. Ich kann Ausgabeformat ändern, E-Mail-Adresse ändern, alles. Ja, das ist echt schön gemacht. Oder ich kann es komplett einfach wegschmeißen. Auch das geht. Abbrechen, da kann ich auch sagen, so, oh, den brauche ich gar nicht mehr. Tschüss, auf Wiedersehen. Finde ich eine coole Geschichte, ist für Endanwender wirklich sinnvoll und habt das im Hinterkopf alle mal durch dieses ganze Embedded, was man ja machen kann, ne, kann man ja diese Funktionalität ohne den ganzen Server drumherum in jegliche Applikation reinbringen dann. Ne. Im Hintergrund macht Jaspersoft die Arbeit, aber es sieht eigentlich aus wie die eigentliche Anwendung, in der das Berichtswesen dann eigentlich drin steckt. Ne. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Okay, so, jetzt habe ich versprochen, zeige ich auch, wie ich das ganze Spielchen gemacht habe. Ich gehe jetzt mal wieder ins Repository. So, und jetzt gehen wir mal erstmal, also ich muss gestehen, ich habe einen kleinen Umweg genommen. Ich bin ins Studio gegangen, das ist ein Standardstudio, also in den Desktop, habe meine Query zusammengeklickert, weil ich bin nämlich zu dumm, SQL zu schreiben. Und da gibt es so einen schönen, diesen Expression Builder zum Drecken und Droppen. Und dann bin ich immer safe und habe ich mal mein SQL geschrieben. Und ich habe einen File gemacht, wo meine Data Connection ist, zu meiner Postgres-Datenbank, zu einer bestimmten Tabelle. Oh, zack. Die beiden Sachen habe ich deployed. Das war hier einmal die Data Source. Dann habe ich noch ein Logo deployed. Und dann habe ich halt diesen einen Start-Report habe ich hier quasi noch einmal hindeployed. Und da habe ich mir eine Kopie von gemacht. Mache ich nämlich immer. Da erkläre ich auch gleich, warum. Und wenn ich jetzt hier rechte Maustaste drücke, gibt es einen Eintrag, der heißt im Editor öffnen. Dann sehe ich, oh, da bin ich ja quasi in diesem Bundle. Oh, und da ist nur dieses Main.jxml drin. Das kann ich jetzt öffnen.
Und dann passiert Magic, Magic, das Webstudio ist da. So, schauen wir uns das Webstudio mal eben Schritt für Schritt an. Es ist von der Logik natürlich alles irgendwie vergleichbar und ähnlich, aber es ist ganz bewusst ein bisschen anders gemacht worden vom Workflow. Nämlich, womit fange ich eigentlich an? Die Palette auf der linken Seite, die ist früher war die rechts, ist ja ein Studio rechts, hier ist sie auf der linken Seite. Hier haben wir die ganzen Elemente, die Jaspersoft so kennt, sind alle da. Und dahinter und darunter habe ich die Outline, ganz klassische Outline mit Details und mit Summarization, Background, was da alles geben kann. So, dann habe ich meinen aktiven Canvas, sieht genauso aus wie im Studio. Und alle Properties, die man so haben kann, die sind alle auf der rechten Seite. Und auf der rechten Seite ist auch der wichtigste Punkt, weil als allererstes muss ich natürlich gucken, wo kommen die Daten her. Das heißt, hier haben wir so ein Tab-System, hier kann ich auf Dataset hin und her schalten. Hier sehe ich, dass der Datenadapter aus dem Repository ausgewählt worden ist. Ne? Die Mouse Over zeigt da auch nochmal hier mehr Retail Data. Haha. Und darunter ist so ein kleiner magischer Knopf, deshalb sagt Show Query Editor. Und da ist er. Das ist das SQL, was ich mit Hilfe zusammengeklickt habe. Was ich auf der linken Seite sehe, ist hier, ich kann auf Get Metadata klicken, bekomme dann den System-Table von meiner Postgres-Datenbank und sehe hier, dass ich auf Public unterwegs bin. Ich kann das Ganze hier mit den Parametern mal verschieben. Da ist meine Tabelle, hier sehe ich meine ganzen Felder. Was in diesem Release noch nicht geht, ist Drag and Drop jetzt hier die Query zusammenstellen. Da sind sie dran, die lieben Kollegen, das kommt relativ baldig und das wird sicherlich auch sehr, sehr cool. Was ich jetzt schon machen kann, wenn ich jetzt hier SQL schreiben kann, kann ich das überprüfen, indem ich einfach sage, hier Preview Data. Dann filtert es aus, wie man das aus dem Studio auch kennt und zack, sind die ganzen Daten jetzt da. Ich erkenne, ah ja, alles klar, ist alles safe, kann ich mitarbeiten, wunderbar. Auf der rechten Seite sehe ich jetzt auch die Felder selber, die erkannt worden sind. Und da kann ich natürlich auch dann über die Properties sehen, wie es erkannt worden ist. Ist es ein String, soll es irgendwie was nicht Boolean sein, aber ich keine Ahnung was. Die ganzen Dinge habe ich hier im Zugriff. Man kann Parameter machen, Variablen, Gruppen, Sortierfelder, alles, was man sonst so kennt. Das ist ja sonst oberhalb der Outline immer so oben links da irgendwie. Das ist halt alles jetzt in diesem Data- und Dataset-Bereich. Das muss man wissen, sonst denkt man so, huch, muss uns alles geblieben. So, Properties selber sind eigentlich so, dass eigentlich, also ich habe mit Julio gesprochen, er sagt, es ist alles da, was im Studio selber auch ist, an Properties taucht da auf. Wenn dann Objekt-Properties haben kann, die tauchen da auf, sind alle da. Ich klicke ein Element an, wie das im Studio auch ist, und dann sehe ich erstmal das, wie der eigentliche Zustand jetzt im Moment so ist. Ich habe jetzt aus der Feldliste einfach bei Drag and Drop hier nur die Produktkategorie reingeschoben. Ganz kleiner Fingerzeig ist, bitte nicht sowas machen, wie ich das jetzt hier tue, so über zwei verschiedene Bereiche hinaus was draufschieben. Das kann der Parser noch nicht anmeckern und sagen so, falsch, kaputt, sondern dann kriegt man eine Fehlermeldung und denkt so, was nun? Aber bitte ein bisschen darauf achten, dass man immer in den gleichen Teil der Bands bleibt, damit das keine Überlappung gibt. Das mag es noch nicht, aber das wird sicherlich auch noch bald selber schreien können. So, was man machen kann auch noch, ist dann hier an der Stelle natürlich die Tools, sowas wie hier einen statischen Text hinschieben oder ein Logo, ein Rectangle, was man also braucht, eine Linie oder irgendwas, das ist alles möglich. Ich habe den Julio noch gefragt, was können wir noch nicht machen, was soll ich noch nicht machen? Alles, was mit dem Objekt, Tabelle und Crosstab zu tun hat, Subreport und die Charts, die gehen von jetzt von null in einem Report zu verwenden, noch nicht. Klassische Bands als Report geht alles. Ist alles super, kein Thema. Warum sind die da jetzt schon so zu sehen? Ganz einfach, der Urgedanke war ja mal, ein fertiger Report, der vom Studio mal deployed worden ist, in I.O. oder auf dem Server, sollte in den Web-Oberflächen geöffnet werden können, mit allen Properties, und man kann mal ein kleines Problem lösen, mal eine Kleinigkeit anpassen. Und dafür sind die natürlich alle da, notwendig. Und deshalb sind die auch schon alle in der Palette. Was aber noch nicht so weit ist, dass man, wenn man jetzt hier eine Tabelle reinschiebt, dass die Defaults, die Standardeinstellungen schon so sinnvoll sind, dass die auch funktionieren. Die sind gerade so auf null, nix. Und das Default, da diskutieren sie noch, welches das wird. Und das wird relativ schnell auch zur Verfügung stehen. So, da habe ich das also auch gewarnt. Ich habe natürlich was vorbereitet. Deshalb change ich das Ganze mal eben hier und gehe wieder raus auf Exit Editor. So, und da nehmen wir jetzt einfach mal den Einser hier an der Stelle. Und da haben wir das Gleiche wieder. Mein Main XMS ist da. Boom, zack. So. Und jetzt sehen wir, erstmal machen wir mal die Palette mal an der Seite, die brauchen wir nicht. So, ich habe in meiner Outline hier im Title, habe ich
ein dynamisches Textfeld. Und da gucken wir mal als allererstes mal kurz rein, rechte Seite, in den Properties. Und da sehen wir jetzt, dass wir hier Expressions haben. Was neu ist in diesem Release von Web Studio, ist tatsächlich auch, dass ich hier nicht nur ein dummes Textfeld habe, wie in älteren Releases, sondern ich habe Drag and Drop. Ich kann aus der Feldliste einfach Sachen nehmen und kann die per Drag and Drop rüberschieben. Ich habe die Liste der Parameter zur Verfügung und die Variablen. Und alles kann ich hier mit Drag and Drop an der Stelle schon mal zusammenbauen. Das ist schon mal ein richtig wichtiger Schritt, weil das mit der Hand immer alles zusammentippen, da bist du schon echt Profi. Also der Johannes kann das. Ich kann das auch nicht. Ich müsste auch immer linsen und immer auf meinen Spickzettel gucken, damit ich das hinkriege. So, das zum Beispiel. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr wichtige Geschichte. Und klicken wir mal auf Dataset, bevor wir auf die ganze Sortiererei da gucken. Was habe ich gemacht? Ich habe in meiner Query angefangen zu sagen, so, ich brauche einen Parameter. Ich möchte aber das Land ändern. Land einfach hinzugefügt, Country, genau wie wir das kennen aus dem Studio. Was ist das für eine Klasse? Haben wir ein Default Value? Brauchen wir eine Evaluation Time? Brauche ich in meinem Falle nicht. Kann ich also hier sehr schön verwenden, werde also dementsprechend auch gleich gepromptet. Und das Gleiche zum Beispiel habe ich gemacht mit Groups. Ich habe mir eine Group angelegt und kann jetzt sagen, so pick mir aus den Feldern das Element für die Gruppierung und habe dann dementsprechend in meiner Outline natürlich auch hier den Group Header und ich habe einen Group Footer und dann den ganzen da in der Mitte habe ich dann meine Details. Und hier habe ich dann natürlich einfach mal meine Elemente alle reingeschoben und habe angefangen, die dann über die Properties zu formatieren. Da habe ich zum Beispiel dann gesagt, das Ganze soll zentriert sein. Ich hätte ganz gerne irgendwelche Spaces und all solche Gedöns. Das ist wirklich sehr, sehr komplett. Und da kann ich jetzt hier loslegen und kann das Ganze, während ich das entwickle, auch immer wieder überprüfen. Und das funktioniert folgendermaßen. Auf der rechten Seite gibt es so einen kleinen Stift und die Klammer auf, Klammer zu und so ein Auge. Das Auge ist quasi ausführen. Und hier kommt eine kleine Warnung, wenn ich auf dem Server unterwegs bin. Der Jaspersoft-Server kann leider nur wirklich gespeicherte Elemente in dem Repository ausführen. Und da muss ich Ihnen, das warnt er uns auch, dass also quasi, wenn ich jetzt hier irgendwas verhunzbattelt habe, dann ist das natürlich kaputt. Hier sehen wir jetzt aber das Ergebnis. Ich kann mir das also hier sehr schön anzeigen. Das scheint alles so zu funktionieren. Ich sehe in der Parameterliste, sehe ich jetzt erstmal nochmal die dumme Eingabebox. Ich könnte sagen, so equally ist vielleicht eine Variante. Hier oben links kann ich draufklicken, um das Ganze nochmal auszuführen in der Preview. Und dann sehen wir jetzt den Report auch mit einem anderen Filter. Ich kann das Ganze auch exportieren in verschiedenste Ausgabeformate. Da bin ich an der Stelle super flexibel. Und zack. Ja, habe quasi jetzt hier die Möglichkeit, dann über die Bands das ganze Ding zu formatieren. Und ich habe gelernt in der Vergangenheit, viele unserer Kunden machen das wirklich so, dass sie klassische Bands verwenden, weil sie da pixelgenau ihre Elemente drauf tun können. Wenn ihr zum Beispiel jetzt mehrere Details braucht, mit der Maus over in der Outline mal drüber gehen, da gibt es ein Plus. Schon halt mal Details 2. Wenn ich das wieder loswerden will, das Kreuz drücken und tschüss, wieder weg. Ne? Und ich denke, das ist eine ziemlich coole Erweiterung auch und sehr, sehr, sehr hilfreich, auch quasi, was das angeht, Wartbarkeit und eben auch der Schritt ein bisschen mehr Innovationen und Benutzerfreundlichkeit. So, jetzt habe ich doch wieder so viel gesabbelt, dass die Zeit fast um ist. Wir haben ja eigentlich noch vor, dass wir eine Q&A machen. Deshalb wechsle ich jetzt hier von der Live-Demo rüber. Wieder. Ich habe aber auch gleich eine Frage. Was meinst du? Wird es irgendwann sein, dass das Webstudio das normale Studio abschafft? Oder wird das eigentlich nie passieren? Nein, das wird nie passieren. Ich habe, also wir haben das natürlich mehrfach als Fragen bekommen und die Aussage vom Produktmanagement, von Julio und von Theodor ist, nein, das kann gar nicht gehen. So viel Funktionalität, wie das Studio hat, kriegst du nicht ins Web. Viele der Feature werden auch nicht wirklich da reingepackt. Also sowas wie Report Bursting mit den Scriptlets und diese ganzen Geschichten. Das sowas wird nicht ins Webstudio gehen, weil es viel zu aufwendig ist. Das geht gar nicht. Und vielleicht auch zu gefährlich, ne? Wenn dann jemand, der das dann Report Bursting aus Versehen einschaltet und plötzlich bei jeder Berichtsausführung 8 Millionen Reports noch gleichzeitig gestartet werden. Und schicken mal ein bisschen was durch die Welt. Genau, ja, okay. Stress im System. Genau. Ja, ich gehe mal kurz wieder auf unsere PowerPoint zurück und da sind wir ja schon hier beim Finale Fragen und Antworten. Und wir sind ja auch gut im Timing. Das ist schön. Haben wir denn Fragen? Ich frage mal so rum. Und du hast ja schon gefragt, das? Ne.
Also bisher sind keine Fragen übers Chat reingekommen. Ich würde Okay. mal sagen, wenn nicht alle gleichzeitig Fragen haben, kann man ja auch mal das Mikro freischalten und eine Frage stellen, wenn es für euch in Ordnung ist. Ja. Also vielleicht möchte doch jemand direkt fragen. Ja, hallo, kann ich schon fragen? Ja? Ich hätte hier ein paar Fragen. Ich habe mir ein bisschen was mitgeschrieben, und zwar zu den Webstudio. Kann man da auch Code-Properties einfügen, um zum Beispiel Excel-Eigenschaften von einem Feld zuzuordnen? Im normalen Studio konnte man das über den Quellcode direkt. Kann Ja. man das Webstudio im Quellcode reinschreiben? Ja, das habe ich tatsächlich verpasst zu zeigen. Aber wir sind ja noch drin und hier oben in der rechten Ecke, ne, da habe ich ja zwischen dem Auge und dem hin und her geschaltet. So, also noch. Okay. Ja, das dürfen Dann Sie. kann man, also darüber kann man ja zum Ende auch dann die IC-Links festlegen hier, mit welchen ICs die auch verlinkt sind auf dem Server. Gibt es da auch eine Maske für oder könnte man das jetzt nur hier über einen Code machen? Moment, wie das auch im Studio wäre, wäre man, glaube ich, auf der obersten Ebene unterwegs und dann müssten Sie jetzt ja hier die Properties haben, glaube ich, ne? Show all Properties, zack, so. Und soweit ich das weiß, können Sie hier dann auch, bin mir nicht sicher, ob Sie sich einfach welche dazu tun können, die nicht vorgesehen sind. Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Stegreif nicht so beantworten. Dass man die auch ändern können muss von dem Studio aus. Wenn Sie wissen, wie es geht, dürfen Sie hier rein. Sie Okay. dürfen das hier tun. Das Studio, Webstudio ist so aufgebaut, dass wenn hier irgendetwas drin ist, was das normale Studio kann, dann interpretiert es das und zeigt die Properties an. Ich würde gerne an der Gelegenheit ganz kurz eben nur eine Sache mal kurz zeigen. Und zwar in unseren Samples haben wir ja mal so ein bisschen komplexere Reports. Und diesen Customer Detail Report öffne ich mal in dem im Webstudio. Hier sehen wir, da ist ein bisschen mehr drin los. So, da sind nämlich auch Grafiken drin. Also das macht das Webstudio alles perfekt auf. Das heißt, wenn Sie im Quellcode was richtig machen, können Sie hier einfach weitermachen. Überhaupt kein Thema. Ja, sehen Sie das? Auch Sachen, die eben gar nicht, wo ich gesagt habe, das geht eigentlich gar nicht. Aber hier sehen Sie, die Bar-Chart können Sie sehen. High-Charts, welcher Chart-Type ist das? Das ist alles schon vorbereitet, weil er das interpretiert und das auch richtig tut. Da können Sie jetzt auch die Farbpalette anpassen, wenn Sie dann wissen, wie es geht. So, aber das ist halt noch nicht so, dass man das so easy peasy machen kann. Aber Sie dürfen auch komplexere Dinge einfach hier, bumm, zack, im Quellcode gehen. Okay, cool. Ja. Dann hätte ich noch eine Frage zu den Drilldown-Fähigkeiten von den Tox-Reports hier. Die Drilldown-Reports, also diese Unterreports, die man ausklickt, wenn man in den Balkendiagramm reinklickt, sind ja alle von derselben Domain auch, ne? Von dem. Das ist alles aus der einen, ach ja, das ist alles aus einer Datenquelle. Der macht das ja auch automatisch. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich da jetzt mehrere Elemente zusammengeklickert habe. Ich mache mal das ganz kurz nochmal wieder auf. Das basiert darauf, dass wir in den Zellen diese Einzelelemente haben und der Drilldown-Knopf sagt, erste Ausführung ist ohne die drei. Und dann habe ich einen Drill, um auf diese Ebene zu kommen, wo Revenue und Business Region zusammengebaut werden. Das macht ja alles dynamisch. Das ist immer nur der eine Report. Das ist ein einziges Element. Würde man jetzt das SQL, was in den Unterreports sitzt, wenn man auf den Balken draufklickt, hier zum Beispiel für die nächste Ebene, würde man das in die Domain reinschreiben, sozusagen? Nee, 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 nee. Was Sie jetzt gerade ansprechen, ist, Sie würden sowas wie einen vorgefertigten Drilldown-Pfad irgendwo hinterlegen wollen. Das ist damit nicht gemeint. Was Sie hier machen können, ist, ich kann als Endanwender jetzt alles Mögliche hier mir zusammenklickern und kann jetzt sagen, so, ich mache mir jetzt den wüstesten Drilldown-Pfad, den ich mir vorstellen kann. Ich gehe jetzt einfach mal hin und sage, ich hätte ganz gerne hier Business Region und dann sagen wir mal Sales Data hinter. Packe ich das mal dahin, dann ändere ich das Sales Date einfach mal auf Wochentag. Und jetzt müsste ich dann eigentlich ja nach dem Custom Business Subregion, müsste dann ja eigentlich dann Montag, Dienstag, Mittwoch kommen. Und ich denke, das sieht man auch ganz gut, wenn du hier klickst, sieht man nämlich auch, wie rechts bei Filter-Datenebene der Slider bei Zeilen Ja, hier, der sich verändert sich, ne? verändert. Und Ja. was da vielleicht für die Erklärung, wenn man sich vorstellen kann, im Hintergrund technisch passieren wird, der Server wird quasi in seinen Zeilen weiter runtergehen.
Ja? Aber quasi noch einen Filter mitgeben, dass jetzt das Produkt eben dieses Produkt ist und diese Kategorie diesen Wert hat in der Where Clause und dann auch nur diese Sachen anzeigen. Cool, da müsste es jetzt ja auch zu sehen sein. Ne? Das ist mein, also ich habe sowieso ja diesen den Filter auf dem Datum auf Woche und da sieht man das ja auch, dass er das umgesetzt hat im SQL, was das eigentlich bedeutet. Und dann müsste er hier auch ein Where und Group by Lülülü und so Sachen macht er denn hier, ja. Das passiert automatisch. Okay, dann ich weiß nicht genau, ob das jetzt nur in meiner Testinstallation gelegen hat, aber ich glaube, Multi-Selection-Input-Controls haben gerade Macken. Immer wenn ich da mehrere Werte auswähle, kommt im Report manchmal nur ein Wert an. Kann nachgeschaut werden, was da los ist, gerade bei wenn die kaskadieren. Also wenn zwei Multi-Selection-Input-Controls kaskadieren, dann wählt man im letzten, was schon kaskadiert ist, mehrere aus und es kommen das drei. Letztendlich, was Sie da machen können, um sich erstmal selbst weiterzuhelfen, in den Server-Einstellungen eben einstellen, dass auch das SQL der Input-Controls und das allgemeine SQL quasi ausgelockt werden. Dann können Sie sich durch die Input-Controls durchklicken und quasi angucken, welche SQL-Queries denn dann abgesetzt werden und auch aus welchem Grund. Und dann prüfen, was da ankommt. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass da die Maske nicht richtig funktioniert. Man klickt was an, es ist blau markiert und dann auch mit dem Log gucken wir rein und es kommen nicht alle Parameter an. Mhm. Okay, haben Sie dafür schon mal einen Case gemacht, also bei uns im Support? Weil das wäre ein Klassiker dafür eigentlich. Morgen Termin mit den Supporter. Also ich werde das morgen nochmal im Detail besprechen, dann an der Jasper neuen Vanilla-Installation hier mit der 30-Tage-Zeit. Ja, aber es gibt schon Hotfixes, weiß ich, und kann gut sein, dass es ein bekanntes Problem ist. Dann hat ihr unser Supporter, weiß dann relativ schnell, ob das schon gefixt wurde oder nicht. Ja, ich habe das oder Problem geht. In 8.2, weil wir hier auf Arbeit 8.2 benutzen, aber in 9.0 ja. Habe ich auch gesehen. Hm. Okay. Aber Sie haben genau, Case. Aber das ist jetzt, gut. Was wir hier im Ad-Hoc in dem Webinar jetzt schlecht klären können. Ja, das aber ist falls gut. Da noch mehr Nachfragen kommen, einfach gerne an die Sonja wenden. Und dann finden wir auch zu einem gemeinsamen Termin, wo wir dann das Problem auch noch angehen können. Okay, gut, das wäre eine Frage. Danke. Super. Sonst noch Fragen? Wir können gerne noch ein, zwei Minuten überziehen. Also es sind im Chat nach wie vor keine Fragen eingegangen. Es sind aber auch tatsächlich noch fast alle Teilnehmer da. Also von daher, wenn noch jemand eine Frage hat, einfach stellen. In der Zwischenzeit, Thomas, was ist dein Lieblingsfeature? Mein neues Lieblingsfeature kam mit 8.2, das war Report Bursting, das fand ich total cool. Das ist datengetriebene Triggern aus einem Report, in dem du selber bestimmst, wie die Templates dann mit den Parameter-Inputs beschickt werden. Also da klärst du selber, welche E-Mail-Adresse soll zu welcher Rechnung. Das ist genial. Du brauchst null GUI dafür, finde ich total genial. Finde ich total klasse. Das ist tatsächlich gut, ja. Ja. Sehr, sehr hilfreich. Also ich habe sowas, Report Bursting hast du in vielen BI-Tools, aber so eine Flexibilität kannte ich auch aus anderen Werkzeugen nicht. Das weil da komplett alles datengetrieben ist. Ich meine, dazu gab es ja von uns auch mal ein Webinar. Es ist ein tolles Ding, ja. Ja, finde ich auch. Mensch, ja, und was ich auch toll finde, ist, hat Spaß gemacht, dieses Webinar zusammen mit euch zu machen, mit Prodato und mit euch, mit dem Johannes. Das fand ich richtig klasse. Und ich weiß nicht, wollt ihr noch irgendwie von Prodato noch mal eben zwei Sätze sagen vielleicht? Ansonsten, glaube ich, haben wir das heute schön gemacht. Also, Spaß gemacht. Wie gesagt, Jaspersoft ist unser Tool der Wahl, wenn es um Berichtserstellung geht, weil es quasi in jeder Hinsicht Exzellenz bietet im Rahmen von Massenreports, die einfach funktionieren. Aber eben auch für den BI-Self-Service-Nutzer eben auch eine schöne Oberfläche bietet, um viele, viele Themen abzufrühstücken, für die man sonst ein zweites Tool installieren, kaufen, lizenzieren müsste. Ja. Und das ist eben bei Jaspersoft einfach mit dabei.